Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video für die Reihe Tägliche Erfolge. Ich zeige euch heute tägliche Bergarbeiterin von Askalon. Das kann man in den Gebieten Ebene von Ashford, das ist ja das Startgebiet von den Char, Jetzt dieser geht's los. Plateau, Felder der Verwüstung, Flammenkammsteppe, Eisenmark und Feuerherzhügel machen. Ich empfehle, wobei, weil viele ja auch nicht immer unbedingt Max-Level oder so sind oder das Bequeme lieber haben wollen, Ebene von Ashford. Und zwar gibt es hier unten links in der Ecke die Wegmarke hier. Das ist der Wachpunkt. Der ist aber manchmal umkämpft, dann kann man auch die Wegmarke hier nehmen. Das ist das Wirrstor. Und zwar gibt es hier oft Kupfer und hier an diesem Berg Reihe lang und einmal hier. Wo ich jetzt stehe, ist eine reichhaltige Kupferader. Da, eine reichhaltige. Aber allerdings hier ist auch ein Veteran, also da schon ein bisschen aufpassen, wenn ihr noch nicht so stark seid. Ich habe vorhin hier einen wiederbelebt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und hier sind auch laufen immer wieder auch Leute her, weil die scheint nämlich permanent hier zu sein, die Kupferader. Wenn es nicht so ist, schreibt es mal in die Kommentare, weil ich bin nämlich noch von früher, gehe ich hier aus. Da war die nämlich, glaube ich, hier irgendwo, ich glaube an einer anderen Stelle hier, immer da. Gut, ich zeige euch jetzt mal die Truhe, was ich da so drin habe. Das sind zwei Platin, zwei Kupfererz, zwei Orichalkum. Das ist ja wirklich gut. Platin und Orichalkum braucht man ja irgendwie immer. Schrift der Erfahrung. Es gibt ja nochmal ein bisschen XP für einen noch nicht Level 80er Charakter. Und zwei Silber. So genau zwei Silber. Wow. Gut, das war's dann auch schon mit dem Zeigen, wo ich hier in der Ebene von Ashford halt das tägliche Mal gemacht habe. Bergarbeiterin von Askalon. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.